Herzlich willkommen zu Das ist mein Südtirol. Mein Name ist Mirko Reh und ich nehme Sie mit auf eine kulinarische Reise in die nördlichste Provinz Italiens. Hier trifft lebendiges Treiben im mediterranen Flair auf alpine Abenteuer. Erleben Sie mit mir Südtirol! Südtirols Hauptstadt Bozen präsentiert in ihrer Vielfalt eine kleine, facettenreiche Stadt von Welt, überschaubar mit Flair. Für nur einen Euro kann sich hier jedermann ein Fahrrad ausleihen. Und genau das tue ich jetzt, denn ich werde die norditalienische Schönheit mit dem Drahtesel erkunden. Hier in Bozen scheinen alpine und mediterrane Lebensart ein entspanntes Auskommen gefunden zu haben. Mit Deutsch und Italienisch gelingt in Südtirol Mehrsprachigkeit, die das Reisen einfach macht. Insgesamt hat Südtirol über 600 Kilometer Radwege und die Hauptstadt ist der Vorreiter. Dieses Fahrradbarometer hat Bozen als erste Stadt Italiens installiert. Es zählt Radfahrer in beide Richtungen. Nachdem ich mir einen Überblick über dieses pittoreske Städtchen verschafft habe, lege ich auf dem Markt eine Pause ein und lasse mich durch das bunte Treiben inspirieren. Mir scheint ein Landstrich voller Leckereien und Köstlichkeiten zu erwarten. Und außerdem entspannte und lebensfreudige Menschen. So, das ist ein Uhr. Holundersirup, Sekt und Minze. Das Kultgetränk schlechthin findet hier reißenden Absatz. Wer will, darf natürlich auch etwas anderes trinken. Hauptsache, es prickelt und erfrischt, egal zu welcher Tageszeit. Es ist kurz nach 11 hier im wunderschönen Bozen in Südtirol. Und hier gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Vor 12 Uhr nur Weißwein. Das genieße ich mit einem wunderbaren Hugo hier bei den Fischbänken. Und ich kann nur sagen, Prost. Der wohl berühmteste Südtiroler hat über 5000 Jahre im Eis gelegen. Ötzis Nachbildung und auch er sind im Südtiroler Archäologiemuseum zu sehen. So schaut er jetzt aus nach den Vorstellungen der Künstler, die ihn geschaffen haben. Die haben natürlich sehr gute Grundlagen für die Erstellung dieser Kopie gehabt. So interessant auch die bei der Feuchtmumie gefundenen Artefakte wie Kleidung und Waffen sein mögen, noch spannender sind die Umstände von Ötzis Tod. Der Mann aus dem Eis liegt hinter dieser massiven Metallwand, fast wie im Tresor. Weil natürlich dieser Raum sehr gut isoliert sein muss. Jetzt glänzt er so ein bisschen, er sieht aus wie lackiert. Was bedeutet das? Was ist da passiert? Er hat eine dünne Eisschicht auf dem Körper und die tragen wir alle 2 bis 3 Monate mit einem Sprühverfahren auf. Das macht man, um dem Körper die notwendige Feuchtigkeit zurückzugeben, weil er verliert ja pro Tag ungefähr 2 bis 3 Gramm an Wasser, gibt das Wasser an die Zellenwände ab, die ja kälter sind, und das muss wieder integriert werden. So dass er nicht austrocknet und nicht zerfällt. Ja, er würde nicht austrocknen, aber die Oberfläche würde unansehnlich werden. Zerfallen würde er nicht, weil das Skelett ist ja stabil, aber er würde natürlich abbröseln. Hinter Ötzis Tod verbirgt sich eine spannende Kriminalgeschichte. Hier, wenn man drauf schaut, sieht man in der linken Schulter diesen weißen Fleck. Und dieser weiße Fleck ist ein Fremdkörper. Man hat begonnen, mit forensischen Kriterien diesen Körper, diesen Mann nochmal anzuschauen. Und jetzt schauen wir nochmal zurück auf unsere. Wenn wir jetzt dieses Detail hier uns noch mal anschauen, da sieht man hier ganz deutlich in der linken Schulter diese Pfeilspitze. Und wir haben natürlich begonnen, jetzt den Körper wirklich Millimeter genau zu untersuchen. Auf der Rückseite, das kann man hier nicht sehen, weil umdrehen können wir ihn nicht, sieht man eine kleine Einschussstelle. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist er unmittelbar an dieser Pfeilspitze verstorben oder ist er nur verletzt durch die Pfeilspitze verletzt geworden und hat dann den Tod gefunden durch diese Hirnverletzung. Sehr spannend. Ist interessant, ja. Da könnte man ja ganz viele schöne Geschichten drumherum stricken, die es natürlich auch gibt. Wir bemühen uns. Vielen Dank. Was von außen kaum zu erahnen ist, hier gibt es das köstlichste Eis Südtirols. Jedenfalls wurde Paolo Coletto zu einem der 18 besten Eisproduzenten der Welt gekürt. Und den besuche ich jetzt. Die Eisdiele Avalon ist immer gut besucht, denn Paolo und sein Eis sind berühmt.
Welche eisigen Leckereien und exotischen Kreationen es heute gibt, zeigen diese Leuchtschilder an der Wand. Hinter den Kulissen geht es nun zur Sache. Es soll Eis aus den besten Südtiroler Trauben geben. Eines von Paolos Eisgeheimnissen? Dieses Gerät wirkt wie ein Filter, der das verwendete Wasser weich macht. Und noch ein weiteres, eher offenes Geheimnis des Eismeisters. Neben den erlesenen Zutaten steckt Paolo jede Menge Liebe und Leidenschaft in sein Eis. Und schon fertig zur Verkostung. Njam, 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 njam. Oh, grazie. Molto grazie. Ein wenig mehr? Ja, bitte. So, ah, grazie. Molto grazie. Ciao. Fantastico. Zeit für einen Ausflug in die Natur. Jetzt geht es rauf in die Berge auf 2500 Meter. Und da ich ein fauler Hund bin, schnappe ich mir jetzt so eine Gondel. Und da oben darf ich was ganz Besonderes machen, nämlich Schlupfkrabfall. Was das ist, schauen wir gleich. Ich will hoch hinaus auf die Seceda-Alm. Die Südtiroler sind nicht umsonst Weltmarktführer im Bau von Seilbahnen. Denn diese sind hier ein alltägliches Fortbewegungsmittel, um die Höhen in den Alpen und Dolomiten zu überwinden. Die Sophiehütte ist über das Grödnertal hinaus bekannt für ihre exzellente Küche. Hallo, grüß dich Mirko. Freut mich hier zu sein. Schön. Gehen wir was kochen? Genau. Gourmet-Hüttenwirt Markus Prinot wird mich in die Geheimnisse der Südtiroler Küche einweihen. Wir kochen heute Südtiroler Teigtaschen. Schlutzkrapfen, gefüllt mit frischem Spinat. Was müssen wir jetzt machen, mein Lieber? Jetzt dünsten wir den Spinat ein bisschen in Zwiebel an. Okay, gut. Das machen wir drüben. Okay. Dann legen wir dann gleich den Spinat dazu. Das ist auch ein Rezept, was man gut zu Hause nachkochen kann. Ja, leicht. Das ist ein altes Rezept von meiner Mutter. Aha. Meine Mutter ist eigentlich die Namenträgerin der Hütte, Sophie. Ah, oh, guck dir das mal an. Traumhaft. So, das ist schön. Wunderschön. Genau so soll er werden. Du, ich bin jetzt schon richtig hungrig drauf. Toll. Das ist so die Leibspeise hier oben auf der Hütte. Ja. Ich krieg so einen Hunger. Das ist richtig. Denn wir sind auch schon bald soweit. Ah, sehr gut. Währenddessen die Schlutzkrapfen im gesalzenen Wasser garen, wird noch feine Butter zerlassen. Okay. Parmesan zuerst drauf, sagtest du eben. Richtig ordentlich? Richtig ordentlich. Ach, gerne. So, und bei euch, wenn das Essen fertig ist, ihr habt normal auch die klassische Glocke, aber für die Berge? Mit Kuhglocke. Mit Kuhglocke. Genau. Essen ist fertig? Essen ist fertig. Ein bisschen Schnittlauch. Ah, großartig. Fein vom Garten. Gut, bon appetit. Schlutzkrapfen, ein kulinarischer Hüttenzauber. Es schmeckt, gell? Ah, super. So einfach und doch so großartig. Zum Wohle. Zum Wohle. Südtirol besitzt rund 800 Burgen, Schlösser, Ansitze und Ruinen und damit mehr als jede andere Region dieser Größe. Schloss Sigmundskron ist nicht nur der mächtigste Burgenbau Südtirols, sondern auch das Herzstück des Messner Mountain Museum, ein Ensemble, das mehrere Museen des berühmten Bergsteigers umfasst. Die Auseinandersetzung Mensch-Berg wird hier thematisiert. Alle Exponate, ob Kunstwerke, Erinnerungsstücke, Installationen und Reliquien, stammen aus Reinhold Messners Privatbesitz. Imposant dieser Ort. Noch imposanter, ich habe die Ehre, den Extremsportler Reinhold Messner zu treffen. Er hat als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen und zu Fuß Sand- und Eiswüsten durchquert. Ich erfahre von ihm persönlich, wie er sich für seine Heimat Südtirol engagiert.
Wir sind hier in Ihrem wunderbaren Museum. Was ist Ihre Vision? Mittlerweile haben Sie ja 5 Museen und sind schon in der Planung eines 6. Also diese Vision vom Museum ist mehr oder weniger fertig. Es könnte sein, dass ich ein Museum am Monte Rite austausche mit einer neuen Struktur. Mhm. Aber dann kommt das Thema Fels hinein, das ich ja schon behandle am Monte Rite. Und ich hatte nicht von Anfang an, aber bald einmal die Idee, um ein Zentrum herum, da sitzen wir gerade in Schloss Sigmundskron, eine alte Verteidigungsanlage, die neu bespielbar gemacht worden ist. 4 Satellitenanlage, eines zum Thema Fels, eines zum Thema Eis, eines zum Thema Bergvölker, eines zum Thema Heilige Berge. Und diese Detailthemen habe ich dort hingestellt, wo die Geologie, die Geografie sie trägt. Das heißt, das Eismuseum ist unter einem Eisberg. Ach, das Felsmuseum ist oben auf einem Felsgipfel. Und außenherum sind lauter Felsen. Das Heilige Bergemuseum ist in meiner eigenen Burg, wo Ötzi vermutlich seinen Kultplatz hatte. Mhm. Und die Bergbauern habe ich jetzt im Bruneck untergebracht. Im Schloss Bruneck, da außen herum sind lauter Berghöfe. Also richtige Menschen, die in den Bergen leben. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, dass der Tourismus sich mit den Alpen, mit den Bauern, mit der Landschaft verzahnen muss. Stichwort Nachhaltigkeit. Wir müssen auch verstehen, dass diese Bergbauern vor allem je höher, je steiler sie leben, unterstützt werden müssen, dass sie bleiben können. Weil sie sind nicht nur Nahrungsmittelproduzenten, das sind sie auch. Sie sind vor allem auch Landschaftspfleger. Und die Gewinner dabei sind die Hoteliers. Und das muss so organisiert werden, dass es sich verzahnt, dass es sozusagen die einen die anderen stützen, dass das gemeinsame Ganze, dieses gemeinsame Gut, was wir haben, Südtirol als Landschaft, Südtirol als Berggebiet, Südtirol als Kulturlandschaft, erhalten bleibt. Beeindruckend und wirklich keine Frage. Reinhold Messner ist ein Mann, der Visionen hat und diese verwirklicht. Der Berg ruft, spätestens jetzt auch mich. Ziel ist das Erklimmen der kleinen Zierspitze. Natürlich mit professioneller Unterstützung eines Bergführers. Es soll bis auf 2500 Meter Höhe gehen. Mal sehen, wie weit ich komme. Wir müssen mich jetzt noch ein bisschen sichern, beziehungsweise uns alle sichern, sodass wir nicht abstürzen. Ja, ganz wichtig am Einstieg, genau. Sofort den Helm aufsetzen. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist ein Mastwurfknoten. Stattdessen geht es bergauf. Aber das geht ja. Super. Ja, nur immer schön im gleichmäßigen, langsamen Rhythmus. Das ist wichtig. Flavio Moroder weiß auch Nicht-Profis wie mich anzuleiten und kennt das Gelände wie seine Westentasche. Es geht über Stock und Stein. Hier ist Teamgeist und Achtsamkeit gefragt. Auch ein gewisses Maß an Übung. Und schwindelfrei sollte man auch sein. Der erste Gipfel ist bestiegen, aber die Bergspitze, die überlasse ich den Profis. Und die klettern, gut gesichert durch fest installierte Drahtseile und stabile Karabiner, weiter, um den Gipfel zu erstürmen. Südtirol, ein Paradies für Bergsteiger, Hobbykletterer und Naturliebhaber. Herzlich willkommen zurück zu Das ist mein Südtirol. Mit seinem milden Klima und der mediterranen Vegetation ist die norditalienische Provinz eine der vielfältigsten Ferienregionen im Alpenraum. 300 Sonnentage im Jahr geben den Früchten hier die richtige Färbung und Süße. Meran liegt in einem geschützten Talkessel. Der Stadtfluss Passa mit seinem klaren Wasser bietet sich an Sommertagen zum Erfrischen an. An den Uferpromenaden dominieren Jugendstilbauten wie das prachtvolle Kurhaus. Das Kurstädtchen hat sich in den letzten Jahren zu einer trendigen, jungen Stadt gemausert. Das belebte Laubengassenviertel mit seinen hübschen Häusern, zahlreichen Läden und mediterranem Flair lädt zum entspannten Bummel ein. Südtirol ist mit 20 Michelin-Sternen die Provinz mit der höchsten Sternedichte Italiens. Auf gemeinsamen Gourmet-Veranstaltungen kredenzen regelmäßig gleich mehrere Spitzenköche ihre kulinarischen Kreationen.
Eines dieser ausgezeichneten Kochtalente, Alois Haller, nimmt mich mit auf diesen Biobauernhof. Das ist eigentlich unser Kräutergarten, wo wir auch die Kräuter mitnehmen für das heutige Gericht. Schön. Das ist ja ein Paradies für Köche. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir mit? Ich würde mal ein bisschen Minze mitnehmen. Okay, was ist das für eine Minze? Ein bisschen Pfefferminze brauchen wir. Mhm. Von dieser Minze nehmen wir auch ein bisschen mit. Dann ein bisschen Melisse würde ich auch mitnehmen. Gibt eine ganz schöne Frische. Ein bisschen Zitronenverbene. Nehmen wir nur schön die jungen Triebe her. Was brauchen wir noch? Nehmen wir noch ein paar Blüten mit, von den gelben vielleicht. Jawohl. Nur die Köpfchen, ne? Ja, nur die Köpfchen. Und dann wird in der Sterneküche gezaubert. Der Saibling filettiert und zum Teil zerkleinert, die Kräuter klein gehäckselt, die Tomaten in den Topf. Schade, dass es keinen Geruch gibt, liebe Zuschauer. Wenn Sie das riechen könnten, einmalig. Dann noch rote Beete schälen und schneiden. Den Saibling anrichten, die rote Beete drapieren und letztendlich, denn auch das Auge ist mit, alles geschmackvoll mit Kräutern und Blüten dekorieren. Inzwischen sind die Tomaten sogar bis auf einen luftigen Schaum reduziert. Sehr schön, wie so ein Wölkchen. Voilà, ein essbares Kunstwerk. Kunst nennt sich auch das, was Hansi Baumgartner kreiert. In diesem Bunker aus dem Ersten Weltkrieg lagern und reifen über 3000 unterschiedliche Käsekreationen. Hier ist es feinfeucht, gleichmäßig kühl und schön dunkel. Das mag der Käse und auch das Volk der Mikroorganismen, das hier mit ihm zusammenlebt. Ob mit dem Heu von der Alm umhüllt oder auch mit Weinblättern umwickelt, die Käse werden mit unterschiedlichsten Zutaten veredelt, bis aus jedem ein schmackhaftes Unikat wird. Hier Graukäse oder dieser Schokobär, ein Ziegenkäse mit einer Schicht aus Schokolade. Da merkt man so richtig. Aber das kommt, weißt du, das ja, ist das so kommt nachher, ich weiß schon. Das ist abgefahren. Der feine Ziegengeschmack. Wunderbar. Und dann rundet die Schokolade, die Bitterschokolade, diesen Käse so schön ab. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Zum Käse nun am liebsten einen guten Wein. Dafür bin ich in Südtirol genau richtig. Hier reifen und gedeihen die Grundlagen für den Wein von Günter Kerschbaumer. Es ist noch nicht so weit, oder? Wann geht's los bei euch mit der Lese? Ja, in circa 3 Wochen fangen wir an mit Müller-Thurgau. Dann folgt dann Silvaner, Kärntner, Gewürztraminer. Und auch Riesling ist die letzte Sorte. Ja. Und wird so 3 Wochen dauern. Ja. Der Köferer Hof produziert seine Weine nach modernsten Standards. Dabei hat er eines der ältesten Weingewölbe der Region. Die Weine des Familienunternehmens sind preisgekrönt. Dieser Pinot Grigio zum Beispiel hat gerade vom italienischen Weinführer Gambero Rosso 3 Weingläser die Höchstnote bekommen. Wir sind gewachsen bis vor 4 Jahren und jetzt bleiben wir in dieser Größenordnung. Wie viel Hektar habt ihr? Also insgesamt kalten wir 10 Hektar ein. Ja, das ist ja schon ordentlich. Hat man so 70, 80.000 Flaschen. Ja, ist gut. Frisch, fruchtig und rassig sind die Weine aus dem nördlichsten Weinbaugebiet Italiens. Duftendes Räucherwerk, angenehmes Öl und handverlesene Kräuter. Bei der Ursteinmassage mit dem Silberquarzit soll der Körper wieder in die richtige Schwingung gebracht werden. Unterstützt durch ein Ritual, inspiriert durch traditionelle Volkskunde und uraltes Wissen. Dem quarzhaltigen Stein, der nur in Südtirol vorkommt, wird hierfür heilende Wirkung zugesprochen. Mit ihm werden die Energiezentren stimuliert, das klärt, regt an und entspannt. Das war mein Südtirol. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gefallen wie mir. Ich beende meinen Streifzug durch dieses alpine, mediterrane Urlaubsparadies, wo Sportler genauso wie Gourmets ihr Eldorado finden können. Arrivederci in Südtirol.